Was passiert, wenn ein Insta-Blogger eine kulinarische Schlacht organisiert? Der eine Koch bekommt Gourmet-Essen und gutes Equipment und der andere nur ein paar Eier und Plastikgabeln. Eine Münze wird entscheiden, wer der reiche und wer der arme Chefkoch sein wird. Wer wird diese Schlacht gewinnen? Die Antwort wird euch überraschen. Bleibt bis zum Ende bei uns. Die Bloggerin Su hat sich eine Schlacht zwischen dem reichen und dem armen Koch ausgedacht. Auf der linken Seite haben wir Alex und auf der rechten Seite haben wir Stella. Der Gewinner bekommt einen Koffer voller Geld. Die Münze entscheidet, wer der arme Chefkoch sein darf. Kopf oder Flosse? Ups, ist wohl nicht dein Glückstag heute. Stella wird die reiche Köchin sein und Alex hat leider Pech. Wie schade. Also lasst uns anfangen. Womit sollen wir das Geschirr sauber machen? Su hat alle Papierhandtücher für ihre Insta-Story mitgenommen. Alex wird ihre Schürze benutzen. Und Su hält es für eine gute Idee, Geld zu benutzen. Jeder macht, was er will. Das hier ist für Stella. Und was bekommt Alex? Sie bekommt nur 3 Plastikgabeln. Alex hat eine Idee. Sie hat noch ein paar Bauwerkzeuge in ihrer Tasche von der letzten Renovierung. Mal sehen, wie sie damit umgehen wird. Seid ihr bereit, einen Koffer voller Geld zu gewinnen? Dann los! Stella hat ein paar leckere Kochzutaten. Es ist so hell. Ich frage mich, was Alex bekommt. Oh nein, sie bekommt nur Bilder statt richtiges Essen. Und 2 Eier. Oh, Bananen. Su hat Hunger. Und sie hat sich noch einen Streich ausgedacht. Alex wird gleich auf einer Bananenschale ausrutschen. Die 2 Eier sind zerbrochen. Sus Streiche sind nicht sehr nett. Alex denkt, dass es Stella war. Der Kampf ist so spannend. Su streamt den Kampf auf Instagram. Alex, die ihr Essen stiehlt, ist gerade gefilmt worden. Und Stella hat keine Ahnung, dass einiges von ihrem Essen verschwunden ist. Alex ist wirklich einfallsreich. Der reiche Chefkoch hat eine professionelle Bratpfanne. Alex macht gerade ein Spiegelei auf einem selbstgemachten Herd. Und ihre Bratpfanne ist aus Alufolie. Ich bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert. Wir sind mitten im Kampf. Die Köche bereiten Fisch zu. Die arme Alex schneidet den Fisch mit einem Spatel. Und Stella hat überhaupt keine Probleme. Sie wirft sogar etwas Essen weg. Was hat Alex vor? Sie legt einen Ball in den Mülleimer und das ganze Essen fliegt zu Alex. Su beschließt, einen Streit zwischen Stella und Alex anzufangen. Es wird Zeit, über den Diebstahl zu reden. Sie hat alle Beweise aufgezeichnet. Alex wird nicht damit davonkommen. Ein Kaviar-Sandwich ist lecker. Stella wählt einen goldenen Löffel und verteilt den Kaviar. Alex hat nicht so einen Luxus. Sie hat nur etwas Kaviar, das Stella feingelassen hat. Warum nur Toast, wenn man den ganzen Kaviar haben kann? Was ist denn das für ein Toast? Alex findet es nicht lustig. Die Zeit ist um. Su gefällt es anscheinend nicht. Schneidet ein Stück Lachs. Verziert den Teller mit Pfannkuchen und legt den Fisch mit etwas Tartarsoße darauf. Fügt noch etwas Grün hinzu und noch Marmelade aus Rotwein und Radieschen. Ein leckerer Leckerbissen ist fertig. Su ist schockiert. Stella hatte so viele Möglichkeiten. Und was ist dabei rausgekommen? Daumen nach unten. Gieß 300 Gramm Sojasauce in einen Topf und mischt es mit 3 Löffeln Agar-Agar. Kocht sie für ein paar Minuten und verwendet eine Pipette.
Tropft die Soße in kaltes Öl hinein und ihr erhaltet Kaviar. Nehmt es heraus und der ungewöhnliche Kaviar ist fertig. Alex nahm Stellas Schüssel und verzierte sie mit Kaviar. Das sieht teuer aus. Der Blogger liebt es. Alex hat gewonnen. Es ist Zeit, den Sieg zu feiern. Stellas Gericht ist allerdings nicht so gut. Stella macht gerade griechischen Salat und die Bloggerin arbeitet an ihrem neuen Streich. Sue hat entschieden, dass das Gericht nicht genug Kleber hat. Was ist mit dem Teller? Oh nein, eine Salatdusche. Das ist nicht lustig. Es ist Zeit für ein neues Dessert. Die arme Alex hat nur ein paar Erdnussbutterreste. Und Stella hat alle Zutaten, um einen Kuchen zu backen. Einen Mixer zu haben hilft wirklich. Tragt Mascarpone auf einem Schwammkuchen auf, glättet es und macht noch einen Rand. Fügt dann Kirschkompott hinzu. Bedeckt es dann mit der anderen Hälfte und bedeckt den Kuchen mit Schokoladenganache. Glättet es und bedeckt es mit Fondant. Verziert den unteren Teil mit Karamell, macht auch ein Muster. Drückt es an einigen Stellen an und setzt Zuckerperlen hinein. Ein Kissenkuchen ist fertig. Schneidet jetzt eine Krone aus Fondant aus. Macht auch Kuchendekoration daraus, indem ihr Form benutzt. Fügt alle Stücke zu einer Krone zusammen, bemalt sie mit essbarer Farbe und verziert sie mit Isomalt-Edelstein. Stella hat einen Kissenkuchen für die Krone gemacht. Dieses Dessert wird Instagram wegpusten. Alex weiß nicht, wie man so einen Kuchen macht, aber sie weiß, wie man einen Kuchen aus Toast macht. Verwendet eine Scheibe Toast und entfernt den Rand. Halbiert dann den Rand. Macht dasselbe mit allen Scheiben. Streicht Erdnussbutter auf ein Schneidebrett und legt die Toastscheiben darauf. Fügt noch eine Schicht hinzu und überzieht alles mit Marmelade. Macht dann noch weitere Schichten. Bedeckt den Rand mit Erdnussbutter und fügt den Rand an den Seiten hinzu. Es sollte wie eine Mauer aussehen. Die Köche sind sehr beschäftigt. Stella hat alles, was sie braucht. Sie wird die Eier mit einem Mixer mixen. In der Zwischenzeit kann Stella ihre Nägel machen. Alex jedoch hat keine Zeit mehr. Sie muss eine Gabel benutzen, um die Eier aufzuschlagen. Verziert die Oberseite des Kuchens mit Schlagsahne. Gute Arbeit, Alex. Sie hat das Dessert buchstäblich von Grund auf neu gemacht. Sieht so aus, als ob Stella sich über etwas Sorgen macht. Vielleicht um ihren Kuchen. Nein, sie macht sich Sorgen um Sue. Dieser Blogger wird wegen ihrer Streiche gesucht. Die Mädchen müssen etwas tun. Hier ist die Jury des Wettbewerbs. Es wird Zeit, die Gewinnerin zu wählen und ihr den Preis zu überreichen. Der Blogger muss beim nächsten Mal vorsichtiger sein, denn Alex und Stella arbeiten jetzt zusammen. Wie findest du diesen Kuchen, Sue? Er ist lecker, nicht wahr? Du bist nicht die Einzige, die den Leuten einen Streich spielen kann. Sieht so aus, als hätten die Köche zuletzt gelacht. Alex und Stella haben das Geld, aber was für ein Jammer! Der Blogger hat alle ausgetrickst. Sie hat das ganze Geld genommen und nur ihr Foto im Koffer gelassen. Kein Wunder, dass sie gesucht wird. Sie ist unberechenbar.